Ich hatte einen richtig erfolgreichen Lesemonat Juni und wenn euch interessiert, welche 11 Bücher ich im Juni inhaliert habe, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich habe hier auf meinem Schoß einen Stapel Bücher und zwar habe ich 11 Bücher verschlungen. Ich muss mich vorneweg entschuldigen, es ist immer noch Baustelle hier draußen. Ich habe es in meinem Hörmonat schon mal erzählt. Wir haben momentan Baggerarbeiten, weil unsere Rohre ausgetauscht werden müssen zwischen Kanal und Haus, damit wir nicht mehr die Kacke im Keller haben. Und ja, das ist jetzt einfach mal so. Irgendwann muss ich ja mal drehen. Und deswegen tut es mir leid, falls das Mikro zu empfindlich ist. Und ja, auch Sonne geht, Sonne kommt. Deswegen bin ich mal heller und mal dunkler. Und ja, jetzt haben wir uns genug über die äußeren Gegebenheiten unterhalten. Würde ich sagen, fangen wir mit den Büchern an. 11 Bücher hört sich ja immer so übel an. Man muss aber dazu sagen, dass da 3 Bücher dabei waren, die echt 4 Bücher, die echt richtig, richtig dünn waren. Und 2 davon habe ich auch eher so querlesen, würde ich nicht sagen, aber schon so überflogen schon fast. Denn ich habe diesen Schuber hier fertig. Das ist der Schuber Hogwarts Schulbücher und da sind 3 so dünne Büchlein drin. Eins steht schon im Buchregal und jetzt können sich die anderen beiden dazu gesellen, habe ich letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen. Deswegen, das war jetzt eh dran für die Rache des Subs. Und das Buch vom letzten Monat, das hat mir am besten vom Schuber gefallen. Das war die Märchen von Beedle dem Barden, weil ich halt einfach Märchen liebe. Und hier haben wir einmal fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ja, es ist für jeden Harry Potter Fan, sage ich, okay, kann man den Schuber haben. Aber muss man ihn haben? Nein. Es ist schon tatsächlich so ein Lexikon, wo alle, in dem alle fantastischen Tierwesen enthalten sind. Ne? Also ja, wir haben da verschiedene Dinge. Hier vorne ist schon mal so ein Exlibri drin, da kann man dann seinen Namen reinschreiben. Und wir haben dann immer, ja, hier zum Beispiel der Basilisk. Da hat er eine CM-Klassifizierung, das heißt eben, wie gefährlich das Tier ist, dann was der Basilisk ist, was er frisst und so weiter und so fort. Und da haben wir halt ganz, ganz viele Tiere und man liest sich jetzt nicht jedes einzelne Tier da ganz genau durch, sondern überfliegt das Ganze eher. Ne? Deswegen, ich sage ja, 11 Bücher, das ist schon eher so eine Clickbait-Sache, glaube ich, oder so. Sagt man auch immer, es ist ja nicht gleich, ja, oder um vielleicht die Goodreads Jahreschallenge ein bisschen zu pushen, die man eh nicht schafft. Und das andere Buch davon war Quidditch im Wandel der Zeiten. Das fand ich noch interessanter als die Tierwesen, weil, ja, das Buch ist geschrieben, als wäre eben Quidditch ein ganz normaler Sport, wie jetzt zum Beispiel Fußball oder sowas. Und da steht halt direkt so drin, wie sich halt Quidditch entwickelt hat, wie es in den verschiedenen Ländern gespielt wird und wie das eben erfunden wurde und die ganzen Regeln natürlich. Und das fand ich schon sehr interessant, muss ich tatsächlich sagen. Habe ich aufmerksamer gelesen als die Tierwesen tatsächlich, was ich nicht erwartet hätte. Ich bin kein Fußballfan. Aber an sich ist es schon so, dass wenn man Harry Potter Fan ist, macht sich das schon echt gut im Regal. Aber muss man es haben? Nein. Ja. Dann habe ich ein Buch beendet und Jenny, falls du das liest, Jenny von Jennys Lesestoff, ich verlinke euch ihren Kanal mal hier in der Infobox und also in der Videobeschreibung und hier oben irgendwo auf dem i. Falls du das liest, es tut mir sehr, sehr leid, denn wir haben eine Leserunde gehabt. Ne? Ich halte euch erstmal das Buch in die Kamera und zwar zu Swan's Song. Und diese Leserunde hat sich über, ich glaube, 3 Monate, 3,5 Monate hingezogen. Wir haben erst mit dem ersten Band angefangen und dann mit dem zweiten hier weitergemacht. Und man muss wirklich sagen, also ich lese schon wirklich wenig Leserunden, weil ja einfach 2 Kinder und viele Verpflichtungen. Und
Plan das schon immer so, dass ich mich wirklich gut dran halten kann und nie hinten nachstehe. Und wir beide, also sie genauso, wir beide, diese Leserunde hat sich gezogen und gezogen und gezogen, weil wir beide ständig irgendwas anderes hatten und unendlich lang für die Abschnitte gebraucht haben oder einfach zu müde waren. Es war ja auch Corona-Zeit zwischendurch und ja... Genau. Und das Ende vom Lied war, dass wir das bis zur Hälfte, nicht ganz bis zur Hälfte, zu zweit noch gelesen haben. Und dann haben wir schon gesagt, okay, jetzt liest jeder in seinem eigenen Tempo und hinterlässt wenigstens noch eine Nachricht. Und ich habe das dann aber Ende des Monats so in einem Rutsch dann gar weggelesen, dass ich es weg habe. Deswegen, liebe Jenny, es tut mir sehr, 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 sehr leid. Ja, genau, also... Ja, ist mir auch noch nie passiert, wirklich noch nie. Ich bin schon eigentlich ein sehr zuverlässiger Mensch. Ja, an sich geht es in diesem Buch um eine Welt, also um die Apokalypse. Es ist auf jeden Fall eine Dilogie, so ein Endzeitroman. Und so von der Zeit, als die Welt noch normal war, bekommen wir gar nicht so viel mit. Wir werden eigentlich in das Setting im ersten Band hineingeschmissen, als schon so ziemlich alles geschehen war, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben auch so drei, mehrere tragende Handlungsstränge und mehrere Charaktere, die sehr wichtig sind. Zum einen lernen wir im ersten Band eben kennen, Sister Screep. Sister Screep ist auf der Straße groß geworden und hatte nicht so das beste Leben. Und die entwickelt sich so im Laufe des Romans immer weiter oder im Laufe des Endzeitroman des Buches entwickelt sie sich eben immer weiter und wächst da so über sich hinaus und natürlich kämpfen alle ums Überleben, denn in dieser Welt ist es schon so, dass es gibt kein Wasser, es gibt kein Essen, man kann nur noch so Konserven essen, es wächst nichts mehr draußen, ne? Also war halt so eine Art Atomkrieg und die Welt, die ist einfach nicht mehr so die gleiche, die sie war. Also wir kämpfen, ja, Geld ist eigentlich irrelevant, weil was soll man denn kaufen? Und wie gesagt, es wächst nichts mehr. Die Leute haben mit verseuchtem Wasser zu kämpfen, das man nicht trinken kann, weil man dann krank wird. Man sucht nach alten Konserven oder alten Vorräten, die man eben noch aufbrauchen kann. Und. Also das Überleben ist sehr, sehr, sehr schwer geworden. Und man hat eben noch mit verschiedenen Hautkrankheiten oder überhaupt mit Krankheiten zu kämpfen. Die Leichen stapeln sich überall. Es ist eine furchtbar graue und trostlose Welt geworden. Und Sister Screep, die findet eben so einen Ring. Und der Ring, den kann man sich schon fast vorstellen, so wie so eine Art Kristallkugel. Ne? Und man findet, also der weist ihr so ein bisschen den Weg, also sie sieht darin Dinge. Und so schließt sie sich mit verschiedenen Menschen zusammen und die gehen eben ihre Reise, die sie sich von dem Ring leiten lassen. Das klingt so ein bisschen nach Herr der Ringe, ist es aber überhaupt nicht. Ne? Und ja, so richtig weiß man nicht, was der Ring einem eigentlich zeigen will, aber sie wächst unglaublich über sich hinaus. Und dann gibt es noch Swan. Und Swan ist ein junges Mädchen, die eben auch überlebt hat und auch mit dieser Hautkrankheit zu kämpfen hat, die aber eine ganz bestimmte Gabe hat. Und was das für eine Gabe ist, das lest ihr selber. Das ist nämlich eine unglaublich schöne Gabe. Und wir haben natürlich auch mit denen, also wir lesen natürlich auch von den Menschen, die natürlich aus der Verzweiflung heraus eher gewaltbereit sind und gewalttätig sein wollen, Kriege führen sollen. Und natürlich, es geht eben alles ums Überleben. Und irgendwann treffen die ganzen Charaktere eben auch aufeinander und es ist einfach großartig. Es hat mir so gut gefallen. Es war so atmosphärisch, es war spannend. Ich mochte den militärischen Aspekt teilweise, diesen kriegerischen Aspekt nicht ganz so gerne. Ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben. Alles in allem war das aber eine Welt. Ich war da drin gefangen. Auch wenn wir mal so für einen Abschnitt eben lange gebraucht haben, ich war sofort immer wieder drin und Robert McCammon hat da eine großartige Dilogie geschrieben. Das ist auch eigentlich im Englischen ist es so, das ist ein Band, der dann ein richtiger Klopper ist. Und ja, der hier hat
fast 600 Seiten, also 570 Seiten, merkt man aber überhaupt nicht. Also man fliegt wirklich dadurch und ganz große Leseempfehlung, wenn man mal einen Endzeitroman lesen möchte. Dann war ja noch der Pick My Sub fällig und der ist immer noch fällig. Also ich denke jetzt Juli, August, ne, so lange wie der Sommer geht. Ich werde es, denke ich, noch schaffen, was mir die liebe Steffi von Lady of the Books rausgesucht hat. Und ja, das war, glaube ich, eher so als Joker. Da ist sie, glaube ich, zurückgerudert. Ich habe das Buch aber trotzdem lesen wollen von Sarah Fischer, Zeilen ans Meer. Das ist vorher schon mal als Hardcover bei Lübbe erschienen. Und ich hatte das als Hardcover tatsächlich schon mal auf der Wunschliste, vor ewigen Zeiten. Und ja, hier bin ich so ein bisschen geinfluenced worden. Ich habe das bei Instagram halt gesehen und dachte, muss ich haben, muss ich lesen. Denn es ist eine Liebe über Brieffreundschaft und das ist so großartig. Ja, der Australier Sam findet eine Flaschenpost von Lena aus Deutschland. Und diese Flaschenpost, die ist schon 15 Jahre alt. Vor 15 Jahren hat Lena in Australien eben Urlaub gemacht und vor 15 Jahren, also überlegt, haltet mal alle inne und überlegt mal, wo ihr vor 15 Jahren wart. Sie hatte da noch ganz andere Träume, ganz andere Vorstellungen vom Leben und so weiter. Und sie hat in dieser Flaschenpost so eben ihre Träume und Gedanken festgehalten. Und Sam beschließt, dass er diese Flaschenpost beantwortet. Also sie hat da auch eine Adresse. Also er geht auch davon aus, dass er niemals eine Antwort kriegt. Das ist eine sehr alte Flaschenpost. Ich meine, dass sogar da das Datum drinsteht. Also ihm ist das schon bewusst, aber aus irgendeinem Impuls heraus beschließt er zu antworten. Ihn haben diese Träume und diese Gedanken unglaublich fasziniert. Ja, und Lena antwortet. Antwortet tatsächlich. Sie wohnt tatsächlich nicht mehr an dieser Adresse, aber sie bekommt den Brief von ihren Eltern eben weitergeleitet und sie antwortet natürlich. Und so entsteht zwischen den beiden eine Brieffreundschaft. Und ja, die Lena von vor 15 Jahren ist natürlich eine ganz, ganz, ganz andere als heute. Heute hat sie so einige Schwierigkeiten im Leben. Die Träume haben sich nicht so bewahrheitet, wie sie sich das vor 15 Jahren gedacht hat. Und die beiden vertrauen sich so per Brief alles an. Und ja, es kommt auch nicht so dazu, dass sie irgendwie zu E-Mails oder zu WhatsApp oder sowas greifen, sondern sie halten da schon an ihrer Brieffreundschaft fest. Und man muss sagen, es entstehen auch Gefühle. Und jetzt kann man sich vorstellen, Australien, Deutschland ist doch so eine klitzekleine Entfernung und es gibt ganz viele Aspekte, warum die beiden nicht zueinander ziehen können, weil es einfach nicht geht. Die beiden haben hier ein Leben und dort ein Leben. Und was ich eben großartig finde, ist, in einem kitschigen Liebesroman wäre es so gewesen, die beiden hätten sich getroffen, alles wäre Friede, Freude, Eierkuchen gewesen, vielleicht noch mit ein paar kleinen Problemchen, die hätten sie ganz schnell gelöst und alles wäre gut gewesen. Und so ist es hier eben nicht. Also wir erfahren hier wirklich die ganze Breitseite mit allen Problemen, die eben so eine Entfernung mit sich bringt. Erfahren wir und das war unglaublich toll zu lesen, teilweise auch traurig zu lesen und ich habe das Buch tatsächlich in einer Nacht durchgesuchtet, weil ich nicht aufhören konnte, weil ich finde, wenn ein Roman, wo einem die Charaktere sehr ans Herz wachsen, wenn einem so ein Roman, ja, wenn man da Briefe liest, dann hat das einen sehr privaten Touch. Es ist so ein bisschen, als wäre man ein Voyeur und würde ein Tagebuch lesen oder eben die geheimen Briefe von jemandem. Briefe sind etwas sehr Privates. Und trotzdem macht es Spaß, dann halt immer weiter zu lesen, weil das darf man ja lesen, es ist ja ein Buch. Und deswegen, ich hatte da so eine Sogwirkung und wollte immer und immer weiter lesen und wollte natürlich auch wissen, wie es mit den beiden ausgeht. So, ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben. Mich hat so ein bisschen gestört. Oh, ich weiß auch nicht, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass sie sich auf die Entfernung hin nur über Briefe so ineinander verlieben können, wie sie es getan haben. Das war mir ein bisschen too much. Aber die Geschichte an sich hat mir sehr gut gefallen. Also es war mir so ein bisschen überzogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dennoch sehr, sehr schön. Es war mein erstes Buch, glaube ich, von Sarah Fischer. Ich müsste da wirklich nochmal recherchieren, weil ich glaube, also die Autorin ist mir irgendwie ein Begriff.
Ich weiß gar nicht, was sie noch alles geschrieben hat. Ist auf jeden Fall lesenswert und es ist eine richtig, richtig tolle Sommerlektüre, weil ja, Flaschenpost, Australien, Deutschland, sehr schön. Ich möchte übrigens irgendwann mal in Australien Urlaub machen, wäre meine Sache. Aber da ist es ja so mit diesen Spinnen und Tieren, also da müsste ich mal gucken, weil ich möchte hier nicht irgendwie von so einer Riesenspinne angehüpft werden. Ja. Dann habe ich noch etwas locker Leichtes gelesen und oh, jetzt tiltet mich ja dieser Aufkleber da drauf. Moment, muss ich schnell abmachen. Genau, und zwar New York Diaries von Ellie Taylor. Ja, von dieser Reihe gibt es 4 Bände und ich glaube, Ellie Taylor ist auf jeden Fall das Pseudonym von Anne Freitag und Adriana Popescu. Ist da Adriana dabei? Ich müsste jetzt noch mal ganz kurz gucken. Ah, also, okay, ich habe es falsch erzählt. Ellie Taylor ist schon das Pseudonym von Anne Freitag. Aber, oh Gott, jetzt muss ich mir ja dringend den 2., 3. und 4. Band holen. Der 2. Band ist von Carrie Price geschrieben. Und Carrie Price ist das Pseudonym von Adriana Popescu. Und ich liebe Adriana Popescu sehr. Und es ist so, dass die beiden Autorinnen im Wechsel schreiben. Also die Reihe hat 4 Bände und jede Autorin schreibt 2 Bände. Also es geht auch in jedem Band um eine andere, um einen anderen Charakter. Und der 2. Band Sarah, die hat man mal kurz angerissen im 1. Band. Also wir lernen sie nicht so richtig kennen. So, jetzt fange ich aber erstmal an, worum es geht. Die Reihe ist mir ja von der Claudia von Beauty Butterflies empfohlen worden. Und es geht im Endeffekt um, wie heißt sie gleich wieder, um Claire Gershwin. Ja, und Claire Gershwin in ihrem Leben, da läuft irgendwie überhaupt nichts rund. Sie schlittert von Beziehung zu Beziehung, sie hat keinen Job, sie hat keine Träume mehr, es ist alles irgendwie, sie macht sich nur irgendwie von Männern abhängig und die Männer behandeln sie dann auch nicht gut. Die nächste Beziehung geht wieder in die Brüche und so ist es halt, dass sie wieder völlig pleite und als Single in ihrem Elternhaus ankommt und dort eigentlich wohnen will. Allerdings ist ihre Familie, also wirklich, also sowas Nerviges. Sie hat eine Schwester, die, weil sie halt verheiratet ist und Kinder hat, super, super gemein und zickig ist. Also die ist wirklich so gemein zu ihr. Sie hat einen Bruder, ja, der ganz witzig ist. Der ist, glaube ich, auch der einzige Vernünftige. Sie hat eine manipulative Mutter, die immer so ein bisschen auf die Tränendrüse drückt. Ja, mach das doch so oder hast du mich gar nicht lieb? So, ne? Also richtig anstrengend. Und der Vater, glaube ich, ich weiß nicht, der liebt seine 3 Kinder, hat aber keine so richtige Meinung, glaube ich, ne? Und es eskaliert halt wirklich total beim Familienessen und sie sagt, nee, das geht auf keinen Fall. Also flüchtet sie zu ihrer besten Freundin nach New York. Und die lebt in einer WG mit ihrem, also die hatten als, sie hatten in ihrer Jugend so eine Dreiecksfreundschaft, ne, und es waren die 3 allerbesten Freunde, die waren so ein Trio. Und mit diesem, Danny heißt er, glaube ich, oder? Die Freundin heißt June, wie heißt denn der Danny? Der Danny? Ich glaube, er heißt Danny, auf jeden Fall ihr Sandkastenkumpel oder ihr Jugendkumpel und ja. Mit ihrem Jugendkumpel hat sie wenig Kontakt, das ging aus irgendwelchen Gründen, hat sich die Freundschaft im Sande verlaufen und jetzt wohnen eben die 3, sie flüchtet eben dorthin, oben drüber wohnt auch noch ihre Jugendliebe, also ihr Ex-Freund in dem gleichen Haus, also wie zufällig kann es sein. Und Claire hat Glück, June hat einen sehr großen Wandschrank, den sie zu einem Zimmer umfunktionieren und dort darf dann Claire wohnen. So, und das ist jetzt so die Ausgangslage. Also Claire versucht jetzt irgendwie ihr Leben im Griff zu kriegen, im Wandschrank der besten Freundin und ja. Was soll ich zu dem Buch sagen? Ich fand die Geschichte sehr, sehr, sehr unterhaltsam und sehr amüsant. Das war es aber dann auch schon. Also ich habe dem 3 Sterne gegeben. Ich möchte die Reihe aber weiterlesen, weil es einfach so unterhaltsam ist. Wirklich. Also es ist so, alle Zufälle treffen zusammen. Ich meine, wie kann es denn sein, dass sie, New York ist riesengroß. Wie kann es denn sein, dass sie rein zufällig ihren Ex-Freund sieht, der ihre Jugendliebe sieht, der oben drüber wohnt. Also
wie kann denn das sein? Und auch in einem Wandschrank zu wohnen, ja, es ist ganz witzig. Und was mir aber sehr sauer aufgestoßen ist, das ganze Buch über, Claire ist über 30. Ich bin auch über 30. Aber Claire hat sich teilweise verhalten wie eine 17-Jährige. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob sich 17-Jährige so verhalten wie sie. Aber da hätte ich es noch entschuldigt. Wohl eher 14, 15. Also sie hat sich sehr, sehr kindisch verhalten. Und auch ihre Probleme, die sie sich gemacht hat, waren teilweise sehr, sehr kindisch. Also es ist mit beiden Augenzwinkern zu ertragen. Aber ich konnte trotzdem nicht aufhören, weil ich mich so gut unterhalten gefühlt habe. Also ich werde mit der Reihe auf jeden Fall weitermachen. Ich meine, Band 2 habe ich auf jeden Fall auch bei Scooby gesehen. Also das Buch lasse ich jetzt erstmal im Buchregal stehen, weil das Ding ist, wenn ich Reihen weiterlesen möchte, dann müssen die erstmal im Buchregal stehen haben, es bleiben, bis ich die dann beendet habe. Und ich meine, ich habe bei Scooby die E-Books auch gesehen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil dann könnte ich mir Geld sparen. Aber weil ich möchte die wirklich weiterlesen und eigentlich auch noch diesen Sommer, weil es halt so unterhaltsam war. Und gerade wenn man keine schwere Lektüre lesen möchte, dann ist das wirklich so richtig perfekt. Dann habe ich ein absolutes Highlight diesen Monat gelesen oder letzten Monat. Und zwar von einer meiner Lieblingsautoren inzwischen, John Maas, Ich kenne deine Lügen. Das ist ein Thriller, der ist im Edition M Verlag erschienen. Ich gehe so genau darauf ein, weil John Maas erscheint eben immer bei zwei Verlagen. Einmal bei Edition M, das ist das Imprint von Amazon, und einmal bei Heine. Und bei Heine erscheinen immer die Thriller, die so eher in der nahen Zukunft spielen, so ein bisschen Science-Fiction angehaucht sind, dennoch grandios. Und bei Edition M erscheinen halt so die schmutzigen Psycho-Thriller. Ich sage immer schmutzig, weil das ist teilweise echt so, was der sich einfallen lässt für Bösartigkeiten der Menschen. Wahnsinn. Und ja, Ich kenne deine Lügen ist auch so ein Buch, denn es geht um Catherine und um Simon. Und die beiden, die sind schon seit vielen Jahren verheiratet, erste große Liebe, haben inzwischen 3 Kinder miteinander und so weiter und so fort. Und es läuft halt auch alles so. Und von jetzt auf gleich verschwindet Simon. Und wir als Leser wissen schon, was passiert. Aber Catherine weiß das nicht. Sie wacht früh auf und morgens auf und denkt sich, naja, der ist vielleicht noch joggen. Und im Laufe des Tages fällt ihr halt auf, nee, der ist nicht joggen, er ist einfach verschwunden. Sie weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Sie weiß nicht, ist ein Unfall passiert, ist ein Verbrechen passiert, ist er selbstständig einfach gegangen. Sie hat überhaupt keine Ahnung. Er ist gegangen ohne Gepäck, ohne Abschiedsbrief, einfach weg. Ja, das Buch ist in 3 Handlungsstränge erzählt. Wir haben einmal den Handlungsstrang der Gegenwart, und zwar ist das der Handlungsstrang, an dem Simon von jetzt auf gleich an ihre Tür klingelt, viele Jahre später, über 20 Jahre später, 25 Jahre später, und sagt so, ich bin damals gegangen, hier bin ich. Und es zieht ihr den Boden unter den Füßen weg, weil, 25 Jahre war er verschollen. Genau. Und er setzt sich zu ihr ins Wohnzimmer und erzählt ihr die Geschichte eben von damals, warum er gegangen ist von Anfang an, ab seinem Verschwinden. Das ist dann der zweite Handlungsstrang und wir erfahren aus Catherines Sicht, wie es denn damals weiterging. Wie sie angefangen hat, ihn zu suchen und wie sie ihr Leben gelebt hat und wie es dann eben einfach immer weiterging. Und nach und nach gibt es solche Abgründe, es tun sich solche Abgründe auf. Ich hatte so eine Wut beim Lesen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hatte so einen Hass, ich wollte ihn schütteln und dann wollte ich ab und zu auch sie schütteln, wobei sie nur versucht hat, mit ihrem Leben klarzukommen. Und. Also das war so, so heftig teilweise. Ich habe nur gedacht, das kann doch nicht die Wahrheit sein. Und es gibt Twists und Twists und Twists. Also wir erfahren immer mehr Dinge. Und ja, Ich kenne deine Lügen. Also der Name ist hier definitiv Programm. Und es ist so heftig. Also die Aufklärung, ich denke da teilweise immer noch drüber nach. Richtig genialer Psychothriller. Also ja, habe ich auch so in der Art noch nicht gelesen. Und
Oh Mann, ich hoffe, John Mars lässt sich immer neue Geschichten einfallen. Im August erscheint der neue von ihm bei Heine und ich werde mir den auf jeden Fall holen, komme was wolle. Obwohl mich das Thema überhaupt nicht interessiert diesmal. Aber es steht halt schon Maß drauf und es kann halt richtig gut werden. Ja, dann habe ich gelesen den dritten Band von Die Sekte. Jetzt im Juli erscheint der vierte Band von Die Sekte. Ich wusste gar nicht, dass das dann immer weitergeht. Ich dachte, das ist eine Trilogie von Mariette Lindstein. Und die Ausgangslage ist ja eigentlich die im ersten Band, dass... ja, es geht um Franz Oswald. Und der hat eine Sekte eben gegründet via Terra und die leben da auf einer Insel. Und diese Sekte, die baut er auf und er nimmt sich da ganz am Anfang Sophia Baumann damit ins Boot. Ja, und Sophia Baumann, ja, die ist mit beiden Beinen eben nicht so fest im Leben. Sie ist ein bisschen wankelmütig und. Und am Anfang ist auch via Terra alles ganz toll. Und dann nimmt das halt immer verrücktere Züge, also Franz Oswald, der ist halt auch einfach echt, was der für eine Persönlichkeit ist, das kann man gar nicht sagen, das ist einfach irre irgendwie, was er da alles fordert und er hat da auch seine eigene Geschichte. Das ist es, was wir im ersten Band erfahren und im zweiten Band, also irgendwann wacht sie natürlich da auch auf und im zweiten Band erfahren wir so, wie sie versucht, ihr Leben ohne die Sekte zu leben. Und im dritten Band ist es dann so, also das spoilere ich auch nicht, das ist auch kein Geheimnis. Und im dritten Band ist es dann so, dass sie inzwischen eine Tochter bekommen hat. Die ist inzwischen 17 Jahre alt, also so lange ist es schon her, dass Sophia auf Via Terra gelebt hat. Sie ist verheiratet, eigentlich ganz glücklich und hat selbst ein Heim für... andere Gestrandete eröffnet, so eine Zuflucht für Aussteiger aus eben anderen Sekten. Und ja, jetzt ist es halt so, jetzt passieren ganz viele Dinge auf einmal. Also es tobt ein Orkan, ein ganz schlimmer Sturm, der diese Zuflucht eben zerstört. Und Sophia, die fehlen da so ein bisschen die finanziellen Mittel, um die wieder aufzubauen. Das nächste Ding ist, dass ihre Tochter absolut pubertär ist und ja, auch noch total fasziniert ist von Franz Oswald und sich sogar zu ihm hingezogen fühlt und eigentlich macht, was sie will. Und dann erscheint auch Franz Oswald wieder auf diesem Plan. Er ist aus dem Gefängnis entlassen, er erscheint wieder auf dem Plan und ja, baut Via Terra irgendwie wieder auf und mischt sich auch bei Sophia wieder ein. Also über die ist er nie so richtig hinweggekommen und hat da so seine Fäden im Spiel. Was das für welche sind, das lesen wir dann in diesem Buch. Und ich finde, dieses Buch hatte so ein bisschen seine Längen, aber das macht nichts. Das hat jedes dieser drei Bände bisher gehabt. Finde ich auch nicht schlimm. Mariette Lindstein erzählt das wirklich ganz langsam und Schritt für Schritt. Und ich denke, das muss auch so erzählt werden, weil man sonst nicht versteht, wie eine Sekte funktioniert oder wie diese Sekte funktioniert. Und man merkt, dass die Autorin sich auskennt, denn sie ist selbst eine Aussteigerin. So, das mal dazu. Aber was ich mich an diesem Buch, also die anderen haben immer so 4 Sterne von mir bekommen. Das hatte einen Stern nochmal Abzug, also nur 3 Sterne, weil mich diese Tochter maßlos aufgeregt hat. Die hat mich so wahnsinnig gemacht und sie hat für mich auch sowas von unlogisch gehandelt. Ich meine, sie kennt die Geschichte von ihrer Mutter, von vorne bis hinten. Erstens mal ist sie rotzfrech zu ihrer Mutter, macht, was sie will, weiß ich nicht, also so in einer Art, wie ich niemals mit meiner Mutter umgegangen wäre, hat mich massiv gestört. Und diese Tochter, sie ist ja trotzdem 17, also das heißt, sie ist ja nicht ganz dumm oder zurückgeblieben oder sonst irgendwas. Sie ist ja 17 und bei klarem Verstand. Pubertät hin oder her. Das eine ist schon mal ekelhaft irgendwie, fand ich jetzt, dass sie sich zu Franz Oswald hingezogen fühlt, weil er ist erstens ist unfassbar alt halt inzwischen und jetzt mal vom Altersunterschied hin oder her, ich meine, sie ist minderjährig und also so, das entbehrt einfach jeder Grundlage und außerdem wusste sie, wer Franz Oswald ist, was er mit ihrer Mutter gemacht hat und dass er eben dieser Sektenanführer war und. Sie weiß vielleicht nicht die ganz schlimmen Details, aber oh, ich habe mir nur gedacht, was soll das, ne?
Genau, also habe ich mich beim Lesen sehr oft aufgeregt und ja, das ging dann gar nicht auf eine Art, wie es mich wirklich gestört hat. Genau, alles in allem werde ich aber die Reihe weiterverfolgen, weil ich das unglaublich interessant finde. Ich finde im Allgemeinen das Setting interessant, ich finde die Geschichte interessant und die Sekte gehört zu einer Reihe, die also jetzt erstmal nicht hier ausziehen wird, weil mir die wirklich, wirklich gut gefällt und ja, genau. Auf jeden Fall, ich fühle mich da sehr, sehr gut informiert. Ja, da war es halt die Tochter, die mich so gestört hat, aber so ist es halt. Dann hatte ja die Rache des Subs zugeschlagen und ab und zu lese ich auch gerne solche Geschichten. Und zwar habe ich hier gelesen von Jessica Antonis Hunger nach weniger. Und es ist im Endeffekt die Geschichte von Anne. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie alt die war. Ich glaube, also die war ein Schulmädchen. Kann es euch gerade nicht mehr sagen, wie alt sie war, entschuldigt. Ja, muss sagen, also ich kenne jetzt schon einige Magersuchtsgeschichten und... Was war das jetzt? Keine Ahnung. Ich kenne schon einige Magersuchtsgeschichten und ich finde, dass diese Geschichte hier sehr, sehr, sehr oberflächlich behandelt wird. Ja, es ist ein Buch, das sich an Jugendliche richtet, aber ich weiß auch nicht, es ging halt wirklich nur ums Dünnersein. Klar, sie ist magersüchtig, aber ich weiß mittlerweile oder ich weiß inzwischen über die Krankheit, dass es eben eigentlich nicht nur ums Dünnsein und ums wenig Essen geht, sondern um sehr viel mehr. Und dieses viel mehr, das hat mir hier komplett gefehlt. Also mir hat auch die Erzählweise, die hat mich ein bisschen gestört. Ich hätte mir gewünscht, dass man, wenn ich schon kein Sympathieträger von Anne bin, dass es wenigstens mehr Tiefe gibt, was die Charaktere außenrum betrifft, was die Eltern betrifft, was die Denkweise der Freundinnen betrifft, aber es ist alles nur so oberflächlich behandelt und dann konnte man auch oder ich den Gedanken von Anne nicht zurecht folgen, weil ich es nicht verstanden habe, weil es eben zu oberflächlich behandelt wurde. Und ich hätte auch gerne mehr über den Heilungsprozess in der Klinik und so weiter erfahren und. Also es ist alles nur so ein bisschen angerissen, hatte ich das Gefühl und das war mir tatsächlich zu wenig. Ja, hat 3 Sterne von mir bekommen. Ich hätte dem auch, oder hat es 2 bekommen. Mich hat es halt ein bisschen gewundert, weil diese Jessica Antonis, die schreibt wohl aus Erfahrung. Also es ist kein autobiografischer Roman, aber sie hat wohl selber auch Erfahrungen mit dem Thema. Und da habe ich es halt noch weniger verstanden. Also ich habe zu dem Thema schon andere Geschichten gelesen, auch Jugendgeschichten gelesen, die ich finde besser recherchiert waren und mehr in die Tiefe gegangen sind und es trotzdem noch ein Jugendbuch war. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Ich denke, ich habe mich gut ausgedrückt, hoffe ich. Ja, deswegen, es war mir einfach alles zu wenig. Genau. Ja, dann habe ich mal wieder einen Psychothriller gelesen. Der stand jetzt auch schon eine ganze Weile hier, wurde dann auch mal Zeit, weil es halt auch ein Rätsel-Exemplar war oder ist. Und zwar habe ich gelesen Die Nacht in dir von Lea Conan. Und das ist mal wieder ein Thriller, der um eine toxische Beziehung geht. Und ich wusste lange nicht, wie ich es bewerten sollte, ob ich ihn gut fand oder nicht gut fand, weil der Verlauf der Geschichte, der war ja ein völlig anderer, als ich dachte. Und alles in allem fand ich es schon echt gut. Also hat 4 Sterne von mir bekommen. Und zwar geht es um, wie heißt die, Lucy. Und Lucy lebt eben in so einer toxischen Beziehung, in einer Beziehung, in der sie misshandelt wird, sowohl psychisch als auch körperlich und sehr kontrolliert wird und sie von ihm auch nicht loskommt. Und zwar ist das ihr Ex-Mann Davis. Und irgendwann gelingt ihr eben doch die Flucht mit ihrem Hund, weil mit dem hat er sie auch immer erpresst, mit ihrem Hund, der ihr ein und alles ist. Und sie mietet sich ein Haus in Woodstock, glaube ich, ne? Ja. Und ja, versucht da eben sich ein neues Leben aufzubauen. So, ihr kleines Problem ist so ein bisschen, dass sie dem Alkohol sehr verfallen ist. Ja, das ist so etwas, es geht hier wirklich nicht um die Sympathie zu anderen Charakteren, weil sympathisch war sie mir jetzt nicht. Aber man merkt, es kann einem auch mit
solchen Charakteren ein Buch ganz gut gefallen. Und sie freundet sich mit ihrer Nachbarin an, beziehungsweise ihre Nachbarin, die ist total offen und nett und warmherzig und die beiden verstehen sich auf Anhieb. Also eine andere Nachbarin warnt sie noch vor ihr, aber die freunden sich an, haben eine richtig tolle Freundschaft, halten zusammen wie Pech und Schwefel. Und diese ist verheiratet und da bildet sich ein richtig gemütliches Dreiergespann und ja, der Verlauf, den dieses Buch nimmt, den müsst ihr dann selber lesen, denn diese Freundschaft ist dann irgendwie dann trotzdem so ein bisschen dubios, weil die drei Pläne schmieden, die ein bisschen seltsam sind, sage ich jetzt mal, und dann nimmt das Buch einen Verlauf, auf den ich jetzt hier nicht eingehen möchte. Also, und ich fand diese Wendungen, ich weiß nicht, teilweise haben für mich die Protagonisten sehr doof agiert, sehr naiv agiert, sage ich jetzt mal, blauäugig agiert, was ich nicht so ganz verstanden habe. Dann hat mich Lucy oft gestört mit ihrem, weil sie eben so viel getrunken hat und man ihren Gedankengängen dann auch nicht immer so folgen konnte und sie auch meiner Meinung nach oft naiv gehandelt hat. Aber alles in allem muss ich sagen, geniales Buch irgendwie, ne? Also ich muss ja kryptisch reden, weil ich möchte euch ja nichts spoilern, ich möchte nichts verraten. Aber wenn ihr mal wieder einen spannenden Thriller lesen möchtet, na gut, er hat auch ab und zu so ein bisschen seine Längen gehabt, das war aber nicht schlimm meiner Meinung nach. Aber wenn ihr mal wieder einen spannenden Thriller lesen möchtet, in dem es um toxische Beziehungen geht, der aber sehr, sehr überraschende Wendungen geht, dann ist das das Richtige für euch. Also wenn ihr jetzt einfach nur so einen Beziehungsthriller erwartet, dann ist das echt schlecht. Aber wenn man sich einfach mal in diese Geschichte hineinfallen lässt und diese Handlung mal so auf sich zurollen lässt, dann kann man echt seinen Lesespaß haben. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, kann ich empfehlen. Dann habe ich einen Kriminalroman gelesen, der sehr, sehr schnell gelesen war. Also den hatte ich auch an einem Tag durch. Ist auch ein sehr dünnes Buch. Und habe ich von meiner Annika zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das war so ein Überraschungsgeschenk. Und zwar ist das Meyer von Tommy Goertz. Und ja, das ist ein Kriminalroman, zu dem man greifen kann, wenn man mal Lust hat auf kurze Unterhaltung, die mal was völlig anderes ist. Denn dieser Schreibstil, ich kann euch das kaum beschreiben, was das mit einem macht. Also es geht um Meyer auf jeden Fall. Und Meyer sitzt für einen Mord im Gefängnis, den er nicht begangen hat, sagt er zumindest. Also das glaube ich ihm auch als Leser, das kauft man ihm ab. Und irgendwann kommt er wegen guter Führung wieder raus und er beschließt, nachzuforschen und sich zu rächen. Weil diese Beweise, die es damals gab, sind Indizienbeweise und die wurden manipuliert. Und er saß für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, sehr lange im Krankenhaus, im Gefängnis. Und er wird sich rächen. Und das sind so ganz kurze, die Kapitel sind nicht ganz kurz, aber die Dialoge, also es gibt keine wörtliche Rede, also in dem Sinne. Und die Sprache, also die wörtliche Rede, die steht so untereinander und ist eigentlich so indirekt eher, ne? Und es gibt aber trotzdem schon einige Dialoge. Also er lernt Menschen kennen, er trampt, er ist ja fast mittellos nach dem Gefängnis. Und wie er da so nachforscht, also er trifft schon auf andere Menschen und es gibt Dialoge. Aber wie gesagt, also da fehlt halt die wörtliche Rede komplett. Es ist mehr so indirekt und ein bisschen sehr einfach gehalten. Ja, einfache, kurze Sätze. Genau, das wollte ich, das habe ich gesucht. Das ganze Buch ist in sehr einfachen, kurzen Sätzen geschrieben. So, ich fand das aber sehr gut und sehr unterhaltsam. Da muss man sich einfach mal auch hineinfallen lassen. Also wenn man mal auf einem Krimi Bock hat, der komplett anders ist. Und jetzt kommt's. Das Interessante ist aber, dass ich musste so schmunzeln beim Lachen, deswegen ist es auch so ein Herzensbuch. Und das hat es nochmal aufgewertet für mich, denn das Buch spielt in meiner Gegend. Und das gibt es selten, weil meine Gegend, ich weiß nicht, ist für Bücher oft nicht so interessant. Also ich wohne ja im tiefsten Oberfranken, nahe der tschechischen Grenze, ja, in Bayern ganz oben. Und
hier kamen, also die Ortschaft, in der ich wohne, die kam hier vor, da war er auf Durchreise. Und hier, also ich wohne in einer Kleinstadt und um uns herum gibt es ganz viele so kleine Käffer, sagt man, so kleine Dörfer, die eigentlich kein Mensch kennt, außer wenn man halt hier wohnt. Und das zu lesen, das fand ich so cool irgendwie, das fand ich so schön, das hat richtig Spaß gemacht. Denn normalerweise sind die Settings immer so Frankfurt, Hamburg, keine Ahnung, diese ganze Gegend halt, ne? Aber die hier, oder München, sowas halt, wenn es in Deutschland spielt. Aber hier diese Umgebung spielt normalerweise nicht. Es war so richtig schön, gerade diese ganz kleinen Mini-Ortschaften so zu lesen. Hat mir gut gefallen. Ja, muss ich sagen. Ja. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich da eine Empfehlung aussprechen soll, weil das so anders war. Aber ja, ich fand's toll. Genau. Dann habe ich ein Buch gelesen, das hatte ich jetzt auch schon länger im Buchregal stehen. Und ich muss einfach, wie gesagt, sagen, also ich habe es in meinem Hörmonat schon gesagt, die Zeit wirklich für lockerleichte New Adult-Geschichten, College-Geschichten ist für mich momentan nicht da, muss ich tatsächlich sagen. Und zwar habe ich Campus Love gelesen von Katharina Mittmann. Und ich glaube, eigentlich sollte das eine längere Reihe werden, wenn mich nicht alles täuscht. Allerdings, also da ist jetzt nichts Neues angekündigt, das ist der zweite Band der Campus Love-Reihe. Ich muss sagen, vielleicht war es auch nicht so, ich kenne die Reihe jetzt auch so von Social Media eigentlich kaum. Ja, wenn man allerdings Campus Love liest, dann klingt das so, also für mich assoziiert das ja so, ja, das ist hier irgendwie so eine Geschichte, wo ganz viel Erotik eine Rolle spielt und sowas, ne? Und das ist eigentlich hier nicht der Fall. Also wir lesen hier die Geschichte von Lauren und Cole. Die gehen eben auch an diese Uni, die wir schon vom ersten Band her kennenlernen. Und Lauren, die ist eigentlich so ein toughes Mädchen. Das heißt, sie hat schon gerne Spaß mit Jungs, schon gerne One-Night-Stands. Sie weiß in der Hinsicht genau, was sie möchte. Auf gar keinen Fall eine Beziehung, sich auf gar keinen Fall binden, weil das so seinen ganz speziellen Grund hat. Und ja, dann nimmt sie eben einen, dann hat sie mal wieder einen One-Night-Stand mit eben Cole. Und wie es dann halt so ist, sind die beiden plötzlich Arbeitskollegen in einer Bar und müssen sich so öfter miteinander auseinandersetzen. Und außerdem kreuzt sich auch der Freundeskreis der beiden. Ja, sie ist auch ein Mensch, sie lässt sehr viel Aggressionen, auch beim Kickboxen aus und so weiter und so fort. Und diese Probleme, die sie so hat, darum geht es eben in dem Buch, das zu ergründen. Es ist ein bisschen kryptisch, aber was will ich groß erzählen? Es ist eine locker leichte Geschichte, es ist sehr unterhaltsam. Die Charaktere haben mir gut gefallen. Viel habe ich da eigentlich gar nicht zu erzählen. Also ich weiß, dass ich das Buch sehr schnell wieder vergessen werde, dass mir das nicht im Gedächtnis bleiben wird, dass ich das hier eigentlich auch wieder ausziehen kann. Aber während ich es gelesen habe, hat es mir ganz gut gefallen. Mir hat auch Cole gefallen, mir hat die Entwicklung der beiden gefallen, der Freundeskreis hat mir gefallen. Aber es war auch nichts Besonderes, muss ich sagen. Es ist eine Geschichte, die hat man schon zuhauf gelesen. Sticht sie hervor? Nein. Unterhält sie gut? Ja. Also, genau. Also mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Es tut mir leid. Ich bin auch durch die Geschichte geflogen. War halt eine gute, leichte Unterhaltung für den Sommer vielleicht. Ja, oder wenn man eben mal wieder Bock hat auf New Adult. Ja. Ja, also, das war mein Lesemonat Juni. Ich finde, er war sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich freue mich auf den nächsten Lesemonat. Ich müsste mir ein bisschen mehr Zeit noch pachten, weil ich habe so gute Bücher da und ich habe so Bock zu lesen. Es kann sein, dass die nächsten Lesemonate ein bisschen kürzer ausfallen, denn es gibt jetzt immer drei Geheimbücher, die nächsten 6 Monate wahrscheinlich. Oder im nächsten Jahr sind eben, ich bin in 3 Wanderbuchgruppen und das heißt, es geht immer ein Wanderbuch zum nächsten und jeder liest das halt und am Ende des Jahres, also wenn wir durch sind, dann gibt es ein schönes Video dazu und da freue ich mich sehr drauf und da liegen hier eben auch schon 3 Bücher bereit und die dürfen aber nicht im Video gezeigt
werden, weil das sehr geheim ist. Das ist, sonst wäre es ja gespoilert für die anderen. Und deswegen wird es jetzt immer Lesemonat plus x Bücher sein. Aber ja, das braucht euch ja nicht zu interessieren. Ich meine, irgendwann werde ich euch über die Bücher informieren. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt mir es gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir auch gerne, welche Bücher ihr gelesen habt, eure Highlights, eure Lowlights und natürlich eure Meinung, wenn ihr schon Bücher kennt, die ich euch heute gezeigt habe. Ansonsten, ja, würde ich mich auch noch über ein Abo freuen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!